Also, Kinderbilder. Ihr habt es euch gewünscht. Ich habe meine Mom angeschrieben im Stream, wie Leute es nicht mitbekommen haben. Ich habe meine Mom im Stream angeschrieben und war so, hey Mom, kannst du mir Bilder schicken? Und nicht nur meine Mom hat sich die Zeit genommen, nein, auch meine kleine Schwester Eva, die sich sowieso schon immer darüber lustig macht, wie schlimm meine Kinderbilder hat sich Zeit genommen, um auch Bilder mit rauszusuchen. Und meine Mom hatte dann geantwortet auf die Sprachmemo von wegen, Antonia, die Bilder von dir sind alle süß, du siehst überall süß aus, sie sind doch nicht peinlich. Eva hat mir geschrieben, oh mein Gott, die Bilder sind so schlimm. Du bist ein anderer Mensch. Es ist grauenhaft. Sie hat mich literally ausgelacht. Also, Mütter sind immer ehrlich. Nette Schwestern sind ehrlich. Ich habe die ersten 5, 6 Bilder gesehen, die meine Mami geschickt hat. Und ich war mir unsicher, ob wir dieses Format noch machen. Eine Sache kann ich vorwegnehmen. Ich verstehe, warum der Junge damals, der mich 5 Jahre lang gekorbt hat, mich 5 Jahre lang gekorbt hat. Ja, damit fängt es an. Mallorca All-Stars-Shirt in Blau in unserem alten Haus. Schöner Klotz Butter hier unten auf jeden Fall. Ich glaube, die restliche Butter hatte ich in dem Moment in den Haaren. Grauenhaftes Bild, schrecklich. Was ist das? Warum blond? Ja, ich hatte literally eine Zeit lang blonde Haare. Also was ihr hier noch erleben werdet, sind basically ganz viele wilde Haarfarben von mir. Also ich hatte in den Bildern, die ihr hier sehen wollt, vermutlich 5 verschiedene Haarfarben und die waren alle grauenhaft. Und ich bin froh, dass ich jetzt bei meiner Naturhaarfarbe wieder bin, weil das ist halt wirklich schrecklich. Wo sind meine Augen? Was ist hier los? Die meisten Bilder, die wir sehen werden, ich hatte 2 Phasen in meiner Erwachsenwerdphase, in meiner Kindheit. Eine Phase, in der ich eigentlich, ich würde sagen, so ein bisschen moppelig war. Das ist noch alles okay. Ich hatte eine Phase, war ich ein bisschen moppeliger. Da sind, glaube ich, auch ein paar Bilder noch drin. Dann hatte ich eine Phase, in der war ich sehr, sehr, sehr dünn. Da werden wahrscheinlich auch noch Bilder von kommen. Ich hätte mir definitiv öfter die Haare waschen können. Gut, gehen wir mal weiter zum nächsten Bild. Okay, Phantasialand. Das sind auch immer sehr schön. Oh Gott, wie grauenhaft. Ich seh, was ist das denn? Ich sehe tot aus, wirklich. Als würde ich sterben. Hey Leute, willkommen zu meinem 15. Geburtstag. Ich habe gehört, ab 15 darf man kiffen. Weiß nicht, was da los ist. Auch cooles Vans-T-Shirt mal wieder. Sehr, sehr cool. Und da hatte ich anscheinend Geburtstag. Ich weiß nicht, wie viel das ist. Wahrscheinlich so der 15. I guess. Oh, da habe ich meinen Führerschein bekommen. Da war ich 18. Da sehe ich schon wieder normaler aus. Da war ich 18, da habe ich meinen Führerschein bekommen. Und ich glaube, das ist in meinem Autochen. In meinem Corsa, oder? Mein erstes Auto. Oh Mama, wieso so ein Bild, Mama, wieso? Och nee, Alter, das muss aber wirklich nicht sein, oder? Wieso war ich auch der Meinung, dass so ein Seitenscheitel der richtige Weg ist? Habe ich hier noch Brezel im Zahn stecken? Ich glaube, ich habe hier literally Brezel im Zahn stecken noch. Oh mein Gott, ich hasse alles. Es ist grauenhaft. Ah! Mann! Ich will nicht weiter gucken. Was ist das denn? Mann, da hatte ich rote Haare. Rote Haare, Mann. Ich wurde damals immer dazu gezwungen, mit meiner Familie Urlaubsbilder zu machen. Ich hasse diese Urlaubsbilder. Es war immer krass. Ich glaube, da waren wir auch vor der Ventura mit meinen Großeltern. Wieso sehe ich da auch aus wie 12, aber gleichzeitig auch wie 40, oder? Wenn ihr genau hinschaut, dann seht ihr einfach nur, wie ich leide. Guckt mal, wie sehr ich keinen Bock hatte auf alles in meinem Leben. Ich sehe da einfach aus wie jemand, der den ganzen Tag WoW spielt. Ich bin da für meine Gilde. Die sind auch ganz schlimm. Das sieht mir aus nach Weihnachten bei meinem Opa. Rote Haare. Ich finde den Pickel hier in der Mitte auch sehr aggressiv nice. Und dass man sich die Haare vor Weihnachten mal waschen kann, ist vielleicht auch so eine Möglichkeit, maybe. Ich weiß es nicht. Ja, da war ich 13. Ja, chillig. Eva und ich. Ganz entspannt, I guess. Die Augenringe. Ich dachte, die Augenringe haben sich erst mit der Zeit bei mir entwickelt, aber never mind. Ich habe einfach chronische Augenringerkrankung. Oh, wie süß! Tobi und ich! Als ob wir so klein waren, als wir damals immer PC gespielt haben. Ach, süß. Damals haben wir Minesweeper und Pinball gespielt. Am PC bei seiner Oma und bei seinem Opa im Haus. Oh, ein Bild von meiner ersten Gamescom. 2015? Jessie, erinnerst du dich daran? Da war Jessie auch dabei. Da hat meine Mutter vorher mit allen, die dabei waren, einmal über Discord oder Skype damals, keine Ahnung, gefacetimed, um klarzugehen, dass es keine 50-jährigen Weirdo-Typen sind, sondern halt einfach, ne, Freunde. Oh mein Gott, mein...
meinen Geburtstagskuchen zum 16. Geburtstag. Ich bin so ein fucking Nerd. Oh, Jesus fucking Christ. Ja, ich hatte einen Minecraft-Geburtstagskuchen. Und da ist er, mein 16. Geburtstag. Ist es mein 16. Geburtstag? Das war die Phase, wo ich sehr dünn war, wie ihr seht. Da hatte ich noch dünnere Arme, als ich sie jetzt habe. Da war der Bizeps von Actual 3. Die sind aber ganz sweet, I guess. Junge, ich sehe auf dem Bild aus wie 40. Was ist denn mit mir mit 15 gewesen? Wieso habe ich so Sprünge gehabt von 13 auf 70? Ja, ich habe Kontaktlinsen inzwischen. Ich habe Kontaktlinsen seit 2017? Ja, da waren wir schon sehr lange nicht unangenehmen Bildern. Kommen wir dann zu dem hier. Das ist auch, ja, schönes Bild. Ach du heilige Scheiße. Okay, was ich euch zu meinen Klamotten sagen muss, sehr, 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 sehr weird, aber ich hatte, bis ich so, die Fettwurm von Pisa, bis ich so 15, 16 war, habe ich ausschließlich Sachen getragen, die mir meine Mutter gekauft hat. Ich habe mich nicht für Mode und Klamotten interessiert, bis ich irgendwie so 17 war oder so. Und mir war auch egal, wie die gesessen haben, ich war so, ist okay, passt schon. Und das sieht man hier halt, fehlt nur noch der Gehstock. Ja, ganz wildes Outfit. Ich weiß, das Einzige, was ich damals ausgesucht hatte, waren diese Vans-Schuhe. Auch meine Haarfarbe hat mich damals nicht interessiert. Ich weiß noch, ich wollte damals rote Haare haben, weil meine damalige Nachhilfelehrerin, die ich irgendwie süß fand, hatte rote Haare. Und ich fand die cool oder süß, ich weiß es nicht mehr. Fun Fact, die war letztes Jahr oder so auf Madeira und wir haben uns mal wieder getroffen, war ganz funny. Und die fand ich super cool, deswegen wollte ich auch diese Haarfarbe haben. Die Idee vom Outfit geht über die Ausführung ja auch, dass es bis oben so zugeknöpft ist. Und dann auch so diese Kastenform und mit dieser weirden Hose. Sieht ganz schrecklich aus. Ja, ich glaube, circa an dem Punkt habe ich meine Diät angefangen, circa. Eva ist immer am Trippen. Ich sag's so, wie es ist. Eva sieht fucking swag aus. So, die ist so, keine Ahnung, 3 oder so und sieht aus wie Apache heute, weißt du? Und dann bin da halt noch ich mit dieser grünen Hose, diesem blauen Cardigan, diesem weißen T-Shirt und diesem Seitenscheitel. Deine Bilder geben mir Hoffnung. Ich bin da für euch, Chat. Ja, ich weiß, ey, ganz ehrlich, ich sag's, wie es ist. Man denkt bei jedem Bild, es wird nicht mehr schlimmer, aber man wird jedes Mal aufs Neue wieder überrascht. Das war im Spanienurlaub, das erkenne ich an dieser blauen Flasche, die gibt's meistens, gab es die im Spanienurlaub. Leggings und kurze Hose. Eine ganz wilde Kombo. Ich würde gerne sagen, es war eine kurze Phase, aber es war leider eine tatsächlich relativ lange Phase. Ich hatte das bis in die 6. Klasse und das hier sieht nicht aus wie 6. Klasse. Ich weiß nämlich, dass ich in der 6. Klasse sehr peinlich berührt war, weil meine damalige Französischlehrerin auch mal eine Leggings mit kurzer Hose, Top und Cardigan getragen hatte und wir quasi dasselbe Outfit anhatten und mich alle dafür ausgelacht haben, zu Recht. Es wird immer schlimmer. Weiße Hose und I will rock you baby T-Shirt. Das dürfte Mexiko-Urlaub gewesen sein. Ich glaube, wir machen eine komplette Folge mit Meme-Review, nur mit Memes aus meinen Kindheitsbildern. Ich war damals großer Paul Frank-Fan, ja. Eine super coole Modemarke damals, ja. Ich hatte alles, was man davon haben kann, mega cool. Also ich würde sagen, meine Kindheit war definiert durch hässliche T-Shirts, die zu eng sitzen, ungewaschene Haare und komische Sonnenbrillen. Und Caps, darf man nicht vergessen. Dreiviertelhosen. Was mache ich da? T-Pose. Da steht auf dem T-Shirt drauf. Ho, ho, ho. Ich hatte doofe Flachwitze und Wortwitze auf T-Shirts. Ich war grauenhaft. Kein Wunder, dass mein Humor so broken ist, wenn ich damals so T-Shirts getragen habe. Was habe ich mit dieser Pose? Was ist das für eine Pose? Was wollte ich machen, Titanic? Nein, Antonia. Auch wenn du Titanic-Pose machst, kommt kein geiler Typ. Oh, Disney's Mickey Mouse. Ja, wunderschön. Wirklich schön, Antonia. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Warte, mit euch Bilder anschauen. Es ist so schlimm. Wieso sind diese Schuhe so groß? So große Schuhe trage ich jetzt nicht. Wieso? Was ist das für eine Hose? Okay, damals schon den Tryhard-Blick, muss ich dazu sagen. Den Tryhard-Blick habe ich immer noch tatsächlich, wenn ich mich konzentriere beim Zocken. Aber die Sonnenbrille, wirklich, diese Sonnenbrille ist grauenhaft. Hallo, ich ruft mich jemand an hier. Hallo, hallo. Ich würde gerne wissen, ob ich da wirklich telefoniert habe oder nicht. Ich glaube, ich einfach nur mit meinem damals neuen Handy, mit meiner Paul Frank Handyhülle flexen wollte. Man weiß es nicht. Ich habe damals schon Business Calls gemacht. Alter, es ist einfach nur hart. Ich sag so, wie es ist einfach nur hart. Es ist eine Riesenüberraschung, dass ich heutzutage auf Frauen stehe, oder Chad? Es ist eine Riesenüberraschung. Damit hätte damals keiner rechnen können. Wirklich. Also, wow, Überraschung. Wuhu. Ganz harte Nummer. Die Hose ist ganz schlimm. Die College-Jacke, die Schuhe immer noch. Auch wie ich da sitze. Alles,
alles. Ist ganz schlimm. Du kannst meinen Kopf einfach austauschen durch den Kopf von Justin Bieber. Und das ist ein Outfit, das Justin Bieber hätte 2013 tragen können. Alter, ist so schlimm. Guck, meine Mama da umarmt. Bei mir dachte sich nur so. Ja, ich wollte gerade sagen, das war Wachsfigurenmuseum. Madame Tussaud. 2012. Das heißt, da war ich, zu dem Zeitpunkt war ich 11. 11 war ich hier, Jungs. 11. Ich kann nicht mehr. Wir können nicht weiter schauen. Oh Gott, ich weine. Wirklich, es ist so grauenhaft. Es ist alles so schlimm. Es ist alles so grauenhaft. Wieso pose ich so, als wäre ich 50? In diesem Bild ist so viel falsch. Also die Pose, was ist das mit meiner Hand? Moment. Nice. Wie so eine Bergsteigerin. Oder du könntest einfach den Hintergrund hier austauschen mit so Bergen und gibst mir noch so einen Gehstock in die Hand und das wäre einfach so ein Wanderbild gewesen. Ich weiß, wieso Eva dich ausgelacht hat. Ich weiß auch, warum Eva mich ausgelacht hat. Ich dachte nur nicht, dass es so schlimm wäre tatsächlich. Wieso hat mich Cyrex in einem Foto markiert? Oh mein Gott, das ist auf ganz Twitter. Ich hasse euch. Oh mein Gott. Was ich auch wild an dem Bild finde, ist einfach die Icewatch. Das war damals auch eine meiner echten. Die Fußstellung ist auch sehr interessant. Ja, vielleicht habe ich mich gerade ein bisschen eingeschissen gehabt vor. Ich weiß es nicht. Der Rucksack, der einfach dreimal so groß ist wie ich. Die Hose ist wild. Das Cancun-Mexiko-T-Shirt auch wild. Komm, bitte lass es jetzt nicht mehr so schlimm sein. Ich glaube, das hier war Peak. Ja, vielleicht war es doch noch nicht Peak, ne? Was ist das denn? Was ist das für ein Tom und Jerry T-Shirt? Grüner Icewatch. Ich weiß auch damals, das waren die super coolen Skater-Schuhe, Leute. Das war einfach der Shit. Keine Ahnung, die waren damals sehr cool. Der Rest war einfach nicht cool. Ich finde es auch immer lustig, dass ich immer relativ dünne Arme hatte und dünne Beine, aber dann noch so den Oberkörper einfach von so einem Ziegelstein. Mit meinem Kater Louis, den mochte ich sehr gerne, der wurde überfahren. Da hatte ich wieder blonde Haare. Halloween 2012. Da war ich auch sehr motiviert, ich hatte echt Bock. Ganz ehrlich, ich sag's so, wie es ist, ich hätte auch actually so zu Halloween gehen können. Es wäre genauso gruselig gewesen wie das hier. Tatsächlich ganz big I like turtles Vibes. True. Looking good. Jonathan just got an awesome face paint job. What do you think? Akkurat. Immer noch mit der Butter. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr, diese Bilder sind so schlimm. Wieso ist unser Basilikum so ranzig? Oh mein Gott, ich sehe aus, als möchte ich sterben. Tötet mich jemand, ich sehe auch aus wie 50. Das sieht aus wie so ein Bild von jemand, der so in so einer Serienmörder-Doku ist. Niemand dachte, dass die 25-Jährige auf einmal ihre ganze Familie ermorden würde. Dann wird so dieses Bild eingeblendet und du bist so, doch, sie sieht aus wie eine Serienmörderin. Wir haben es alle gewusst, literally. Jeder wusste es. Ja, das hier ist mein Cousin aus Mexiko. Wir sehen uns super ähnlich, oder? Aber ganz ehrlich, ich verstehe, also no front an meine Mom, ja? Meine Mom sieht super aus, das Outfit steht ihr gut. Aber dass sie genauso eins zu eins das Outfit mir gegeben hätte und wie das an mir gesessen hätte, ich sag so, wie es ist. Ja, ist das hier die Benetton-Jacke? Nee, Bench, ja, die Bench-Jacke war es, Bench. Phantasialand mit der Bench-Jacke. Habe ich mir eigentlich manchmal meine Haare gewaschen? Das ist einfach die Frage, die ich habe. Das Schlimme ist, ich weiß auch noch, dass ich zu der Zeit super oft geduscht habe. Ist das Grundschule schon? Ist das Grundschulzeit? Ich glaube, ja. Ich habe damals in der 3., 4. Klasse angefangen, actually jeden Tag zu duschen. Und so sieht es nicht aus. Es sieht nicht aus, als hätte ich jeden Tag geduscht. Ah ja, da haben wir damals meinen Geburtstag im Phantasialand gefahren. Das fand ich ganz cool. Ah, das war auch im Phantasialand.
Ja, dass ich das alles gegessen habe, das sieht man. Ich hoffe, es hat geschmeckt, Antonia. Das war's, glaube ich. Ja, das war das letzte Foto. Das waren meine Fotos aus der Kindheit. Die waren schon unangenehm. Null Veränderung. Bitte, Chat, wenn ihr jetzt, bitte hört auf jetzt zu sagen, null Veränderung, genau wie heute. Ich kriege wirklich, ich sag's wie es ist, ich kriege Komplexe, wenn ihr das jetzt macht. Ich kriege wirklich Komplexe. Ich hoffe, ich habe euch jetzt Meme-Potenzial gegeben für die nächsten Wochen. Dann können wir hoffentlich nächste Woche eine Meme-Review damit machen.